Vor 30 Jahren wurde dieses Audi Cabrio gebaut und damals war die Technik noch ein bisschen anders und es hat sich natürlich gerade auch in Bezug auf Hi-Fi viel getan und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen die Soundanlage upgraden und dazu habe ich einmal für vorne einen Koaxiallautsprecher besorgt und einmal für hinten auch einen Koaxiallautsprecher besorgt. Das bauen wir heute ein und weil ich das nirgendwo gefunden habe, wie man es genau macht, zeige ich euch das heute jetzt in diesem Video. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann jetzt einfach dranbleiben und viel Spaß bei diesem Video. Die Frontlautsprecher sitzen oben auf dem Armaturenbrett und der Einbauplatz ist da relativ begrenzt und vor allen Dingen, wenn man das Modell hat mit Airbag, ist das noch enger da. Das heißt, wenn ihr einen Lautsprecher kauft, der vorne da reinpassen soll, müsst ihr darauf achten, dass der Magnet nicht so groß ist. Ich verlinke euch mal einen passenden. Die ersten, die ich nämlich gekauft habe, habe ich ums Verrecken da nicht reingekriegt und habe die quasi jetzt noch liegen. Mal sehen, wofür man die später noch benutzen kann. Aber ich habe jetzt die passenden und die bauen wir jetzt einmal kurz ein. Hier kann man schön den Größenunterschied sehen. Und hier ist der Magnet deutlich kleiner. Natürlich ist für den Sound der größere Magnet besser, aber ich habe den da einfach nicht reingekriegt. So, man hat hier diese Ecken. Wir brauchen eine, um die zu befestigen und eine, um die unten reinzustecken in so eine Gummitülle. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und bei der anderen hat es einfach nicht gepasst. So, jetzt einmal kurz ausbauen. Das heißt, das Gitter ist nur geklipst und dann ist das Ganze mit einer Schraube fixiert. Das machen wir jetzt einmal und dann bauen wir den vorderen Lautsprecher schon mal einmal ein. Um das Gitter rauszukriegen, das ist nur geklemmt und geklebt. Einmal vorsichtig an der Seite rein und dann leicht raushebeln. Und dann hat man das Gitter schon raus. Hier kann man jetzt einmal den Originalen sehen. Der sieht in jedem Fall noch ganz gut aus. Meistens sind die Sicken hier kaputt. Das heißt, den können wir tatsächlich noch weiterverwenden. Aber das ist halt nur ein Breitbandlautsprecher von Nokia. Und den tauschen wir jetzt gegen Koaxial, das heißt Hoch- und Mitteltöner. Und damit sollte das vorne schon mal deutlich besser klingen. So, den bauen wir jetzt immer ein. Dazu habe ich, wie gesagt, rechts und links schon die Fahnen abgemacht. Und jetzt sollte der so passen. So, das war der einfache Teil. Jetzt kommt hinten und zwar ist da auch die Blende nur geklipst. Die machen wir einmal ab und dann schauen wir uns an, was da zu finden ist. Die Blende ist unten eingehakt und oben geklipst, das heißt oben ansetzen mit dem Tool, verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung, absoluter Helfer für solche Sachen. Das klipsen wir jetzt einmal raus und dann schauen wir uns den Lautsprecher an. So, und wie man sehen kann, ist die Sicke komplett im Eimer. Und ich will euch mal was zeigen, und zwar diesen Lautsprecher, hier habe ich auf der anderen Seite ausgebaut. Und da denkt ihr, sieht ja gut aus. Das kann man ja ruhig machen. Das heißt, wenn ihr sowas bei eBay seht oder eBay Kleinanzeigen, nicht drauf reinfallen, weil auch diese Sicke ist hin. Das hätte ich nicht gedacht, ne? Aber, wie man sieht, ist da hinten eine Endstufe dran. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht von vorne ein Kabel nach hinten, aber da habe ich keine Lust zu. Und warum nicht die Endstufe weiter benutzen? Das heißt, hier an der Seite sind zwei Kabel dran. Und das heißt, wir bauen uns jetzt aus dieser Endstufe und dem neuen Lautsprecher, bauen wir uns jetzt das neue Soundsystem für.
schön sehen kann, dass die Endstufe, aber das ist natürlich nicht genug Platz, um den Magneten aufzunehmen. Aber im Auto selber ist genug Platz dafür. Das heißt, wir löten da jetzt einfach die Kabel an und die Endstufe, die wird dann einfach unten in der Tasche mit versteckt. So, das heißt einmal Kabel dran und dann können wir den ersten schon wieder einbauen. Man kann schön an den Kabeln sehen, rot und blau, das heißt, wo Plus und wo Minus hin ist. Das heißt, einfach die Boxenlautsprecher jetzt genauso anschließen und dann ist die erste Seite schon fertig. Das mache ich jetzt für die zweite Seite auch nochmal und dann können wir es wieder einbauen. Boxen haben ja diesen Metallrahmen, den können wir nicht wiederverwenden. Macht auch keinen Sinn. Aber dafür gibt es solche Druckteile. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Signatur, wo ich das her habe. Und da können wir jetzt einfach die Boxen draufschrauben und das kann man dann nachher genauso einbauen wie die Originalteile. Sehen kann, haben die Originalen noch so eine Dichtungslippe. Dafür ist dieses Moosgummi, was ich hier noch habe, das kriegen wir da jetzt auch noch drauf. Und dann sind wir wirklich fertig für den Einbau. Was man jetzt beachten muss, wenn man das einbaut, dieser Zylinder da, der ist fürs Dach da und der bewegt sich. Deswegen ist auch dieser Einschnitt hier unten und das bedeutet, man muss die Endstufe jetzt so festlegen, dass der Zylinder sich trotzdem noch frei bewegen kann. Und dann schauen wir mal, wie das am besten funktionieren kann. So, das ist jetzt die einzige Position, wie es funktionieren kann und da muss man es jetzt einmal befestigen. Ich habe mich da jetzt für einen Baukleber entschieden, weil das ist dann wetterfest und lässt sich am Ende auch wieder raus trennen. Bohren ist jetzt irgendwie schwierig, dann hast du das Problem, dass du dein Loch hast, was du wieder versiegeln musst, kann wieder rosten und so. Baukleber ist die einzige, also Sikaflex, was man quasi rückstandsfrei wieder entfernen kann. Das nehme ich jetzt dafür und jetzt klebe ich einmal die Endstufe an. Umbau ist fertig, Boxen vorne getauscht, Boxen hinten getauscht, Endstufe ist wieder drin und das Ganze muss jetzt noch ein bisschen anziehen, der Kleber, damit das nicht sich lose rüttelt und das Dach behindert. Das heißt, das Auto bleibt jetzt noch so ein bisschen stehen, aber das war es dann quasi Boxentausch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich packe euch nochmal alle Links unten in die Beschreibung. Das heißt, was müsst ihr bestellen, damit ihr nicht wie ich Sachen doppelt bestellt. Und der ganze Umbau hat jetzt gekostet so um die 150 bis 200 Euro. Das ist definitiv ein Upgrade und mal gucken, vielleicht baue ich auch noch einen Subwoofer ein, was für mich halt wichtig ist, dass es irgendwie original aussieht. Diese Boxen gibt es halt nicht mehr, das heißt, originale Teile tauschen macht keinen Sinn, kann man auch nicht mehr kaufen und wie ihr gesehen habt, gebrauchte Sachen macht auch keinen Sinn. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder im nächsten Video und jetzt abschalten.